Gibt es hier sonst noch irgendwas zu entdecken, bevor wir ins Camp gehen und schlafen? Denn ich glaube, nach diesem Kampf müssen wir. Ah, eine Truhe. Ich glaube, nach diesem Kampf, da brauchen wir Astarion, müssen wir doch einmal wieder ins Camp gehen. Easy. Ja, easy. Ich weiß, für dich ist das alles immer easy. Oh mein Gott, wir sind gerade dabei aufzuschließen, während wir rausgefunden haben, dass es eine Falle ist. Das wird nicht gut enden. Bitte, bitte explodier nicht. Bitte, 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 bitte explodier nicht. Komm schon, nicht explodieren. Oh Gott sei Dank. Okay, wir können, bevor wir das aufmachen, nochmal entschärfen. Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt ist es vorbei mit uns. So, weiter. Und jetzt öffne sie. Helm der erkannten Sinnesschärfe. Wenn du bei einem Waffenangriff Schaden bewirkst, erhältst du 2 Züge lang arkanische Sinnesschärfe. Aber was macht denn das? Und ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Wir haben doch alle schon gute Helme. Außer, hat sie einen Helm? Ja, sie hat ein Diadem. Das werden wir nicht brauchen. Die anderen haben alle gute Helme und Astarion braucht das erst recht nicht. So, oh Gott, Steuerung. Da ist noch ein Buch auf dem Tisch. Ein Steinmetzprotokoll. Wie schnell sich die Dinge doch ändern. Die Thorns sind Seloniten durch und durch, glaubte ich jedenfalls. Vielleicht ist Catherwick nur für Melodia konvertiert. Und mit ihr und dann seiner Tochter ist auch sein Glaube gestorben. Doch sich Schar zuzuwenden, das ist nicht zu glauben. Catherwicks Justiziare werden immer mehr und sie sind immer entschlossener. Alle Spuren von Saloon in der Wraithwyn auszulöschen? Was glauben Sie, warum diese Stadt errichtet wurde? Man kann einem Gebäude nicht das Fundament herausreißen und erwarten, dass es stehen bleibt. Ja, das ist wahr. Das ist schon normale Intelligenz, das zu wissen, oder? Bruder und ich sind die letzten beiden Bastionen unserer silbernen Dame in der Stadt. Einige wenige haben noch Vertrauen und kommen in mondbeschienenen Nächten heimlich, um Saloon anzubeten. Die anderen sind alle konvertiert. Ob sie auch wirklich glauben, vermag ich nicht zu sagen. Unmöglich, oder nicht? Ich bin es leid, untätig zuzusehen, wie die Justiziare in unserer bescheidenen Stadt immer mehr an Macht gewinnen. Was wird aus uns, wenn wir das zulassen? Ich bin einem Mann begegnet, der kein Mann war. Von einem Teufel berührt oder schlimmer. Doch er hat mir etwas angeboten, was ich nicht ablehnen konnte. Hilfe. Die Zeit ist reif. Catherwicks Justiziare, ihre Festung im Tempel unten, sie werden ausgelöscht. Sie alle. Ich habe nicht gefragt, wie. Ich will nur, dass sie fort sind. Sollen die Hafner sich um Catherick kümmern? Sie werden einen kurzen Prozess mit ihm machen. Ja, wir wissen, dass die Hafner damit nicht zurechtkommen und uns eben deswegen fragen. Aber es ist interessant zu wissen, dass Catherick vorher an Saloon geglaubt hat. Heißt das, dass er vielleicht... doktriniert wurde, oder... Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ein sorgfältig gezeichnetes Diagramm der Türme des Motorsgang. Ein Kreis aus roter Tinte sticht ins Auge. Es sieht aus, als wäre etwas im Gefängnis der Festung versteckt. Okay, da müssen wir mal nachsehen. Im Keller von Moonrise. Und wir haben noch ein Buch, aber das lesen wir diesmal nicht. Oh. Bevor wir daran gehen, ist hier noch was Wichtiges. Ein Holztisch, da ist wahrscheinlich nur eine Feder drin. Und die Kleiderschränke, da sind ja nur Kleider. Ja, ich hatte recht, da ist nur eine Feder drin. Nee, aber das wundert mich trotzdem, dass Catherwick halt zu Luna gebetet hat und dann plötzlich Schar. Irgendwas muss da doch passiert sein. Wie? Komm schon, schwere Truhe. Gib uns mal was Gutes, was wir noch nicht haben und auch brauchen. Oh, Tränke sind gut. Tränke kann man gebrauchen. Und was ist da? Ein paar Schriftrollen. Und der Hebel ist wofür da? Einfach nur, um die Tür wieder zu machen. Okay, dann können wir es wieder aufmachen und gehen. Dann haben wir hier alles gemacht. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder nach oben und dann gehen wir ins Lager. Können wir den Aufzug nehmen? Hier war ja... Na gut, da kommen wir ja nicht hoch, ne? Können wir den trotzdem einfach anklicken? Wir schauen mal. Wenn mein Charakter mal schneller wäre, ihr langsam da hinten. Jetzt kommt endlich mal ran hier. So, Aufzug. Angeblich können wir ihn benutzen. Wir können ihn jedenfalls anklicken. Und der steht da auch auf der Karte. Kommen wir hoch? Ja, tatsächlich. Wie auch immer wir da hochgeklettert sind, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben es geschafft. So, dann gehen wir auch direkt ins Lager. Zum Lager gehen und einmal schlafen. Haben wir Astarion schon gesagt, dass er heute Nacht wieder an uns trinken kann? Ich weiß es nicht. Das sollten wir noch machen, bevor wir
die Nacht anschalten. So, wir gehen, machen einmal abends und dann gehen wir zu Astarion. Ja, Tag beenden bitte. Oh, Astarion will sogar was von uns. Hallöchen, Astarion, was willst du von uns? Here's my little treat with their cheeks all flushed. Sind meine Wangen rot? You will come to my bed tonight, won't you? Oh, was? Kommen wir jetzt voran mit der Romanze wieder? Ja, wir kommen endlich voran. Ich habe so lange drauf gewartet. Natürlich komme ich zu dir heute Nacht, aber wo kommt das jetzt her? Ich dachte, wir haben irgendwie... Weiß nicht, ich habe so lange gewartet, dass irgendwas vorangeht und es ist nichts passiert. Jetzt geht's plötzlich voran. Da lasse ich mich ganz bestimmt nicht lange bitten. Oder kleine Süßigkeit, das könnt ihr doch besser. Oh mein Gott, redet er weiter, wenn wir das? Ich möchte, dass er weiter redet. Oh, I certainly can. Okay. My pleasure. Ja, dann zeig mal her. How about this one? When I'm with you, I feel practically alive. Oh Gott. Yet I crave only to die again. Es ist so dramatisch, ich bin super. Redet weiter, ja bitte, rede weiter, ich will noch mehr hören. Let me give it another go. Bitte. Every part of your perfect body whispers temptation. Na Mann, hat einen Knall. Er ist so albern. Ich finde das super. Und? Wir können so weiterfragen. Oder ihr seid süß und alberner als ich dachte. Ja, ich habe gerade gesagt, er ist super albern. Hat das bei Kasse das Opfern wirklich funktioniert? Oh, das wäre voll fies, das zu sagen. Nein. Also, mich überrascht tatsächlich, dass er eine witzige Ader an sich hat. Ich meine, wir wissen, dass er witzig ist, aber meistens immer so sarkastisch witzig. Dass er so süß witzig sein kann, das ist eine Überraschung. I can go all night with the flattering. But is that really all you want? Hey, ich fände beides okay. Wir können aber nur die ganze Nacht reden, oder nicht? Little words. Everyone's favorite. Was denn? I love you. Ach bitte, das wäre... Ja, nee, das wäre eine Lüge. Das wäre zu früh. Das glaube ich ihm nicht. Wir sind die ganze Zeit nicht vorangekommen mit der Romanze. Das sagt er jetzt nur, um uns wieder Honig um den Mund zu schmieren. But rather beautiful life. Ja, ja, ja. Nonetheless. Now, as much as I relish standing around and saying all my favorite lines at you, I'd much rather we got to experience each other's full portfolio of talents once again. Okay, klar, ich, ja. Einfach ja. Waiting. Einfach nur ja. Okay. Ich bin super, endlich kommen wir voran. Es hat so lange gedauert. Sollten wir nochmal mit den anderen sprechen? Ich lange nicht mehr gemacht. Oh, ich freue mich, dass es endlich vorangeht. I do enjoy our conversations. What do you need? Ich brauche gar nichts, Gale. Ich habe vergessen, dass er so mit uns redet. Ich glaube, der mag uns auch ein bisschen. Gale, dass du direkt neben Astarions Zelt ist, ist vielleicht sehr unpraktisch. Ich glaube, er hat unser Gespräch bestimmt gerade mitgehört. Unangenehm auf jeden Fall. Aber ich bin so froh, dass es endlich vorangeht damit. Es hat so lange gedauert. I hoped you would come. Oh, wir kriegen eine Cutscene dafür? I have missed you. Oh. And now you're all mine. And I'm all yours. Until morning at least. Let's see where the night takes us. Ach, er ist so süß. Ich bin so froh, dass es endlich vorangeht. Oh, was ist mit der Cutscene? Ah ja, wir haben geschlafen. Das war also einfach nur einmal sein... Einfach nur einmal, dass er da uns Bescheid sagt. Oh, Heisen ist noch da. Wieso steht er eigentlich so abseits von allen? Wir müssen gleich mal mit ihm reden. Habe ich schon eine Weile nicht mehr gemacht. Können wir nochmal mit Astarion sprechen? I did miss that face, you know. Oh, er ist so niedlich. Ich bin so froh, dass es vorangeht. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Oh, erstmal, ja, heute Nacht darfst du wieder von mir trinken. Das ist wichtig. Just wondering when you'd invite me back for a bite. Ach, warum fragst du dich überhaupt? Das mache ich jeden Tag, außer vielleicht zweimal. Ich habe es euch nie gefragt. Seid ihr Casadors einzige Brut oder gibt es noch andere? Ah, das hat sich doch im Gespräch schon rausgestellt, oder nicht? Er meinte doch, bei den anderen ist genau das Gleiche passiert. Ich meine, wir können ihn das fragen, aber wir wissen es eigentlich schon. Casador, Sired Sevenspawn, me and my six brothers and sisters. He always insisted we were a family, even when he was carving scars into our flesh. I was one of his first,
Some of the others came years later. He was a monster to us all. But did take special pleasure in my pain. He said, my screams sounded sweetest. Oh, ich hoffe wirklich, wir können den Kasedor irgendwann umbringen. Der hat das so verdient. And now that I'm gone, I don't know. Oh, das tut mir so leid. I pity the other six. Oh, vielleicht können wir denen auch noch helfen gehen. Oh, ich würde gerne sagen, vielleicht können wir denen helfen. Mann, oh, ich kann nichts sagen dazu. Astarion, wir werden deine Vergangenheit rächen. Wir werden Kasedor umbringen und wir werden die anderen auch befreien. Falls das geht. Ich hoffe, das geht. Das Spiel muss uns das auch als Option geben. Halsin, wir haben jetzt, ich glaube, seit Monaten nicht mit dir gesprochen. Hast du uns mal irgendwas Neues zu sagen? The Shadow Curse is upon us. Oh mein Gott, er sagt wirklich was anderes. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. Ich hoffe. Wir versuchen es zu verbannen, indem wir Catherick töten, falls das klappt. Was wird nun aus dem Hain? Das haben wir alle schon gefragt. Im letzten Licht hält sich eine flammende Faust auf. Der Fluch hat ihm das Bewusstsein geraubt. Er murmelte etwas von einem gewissen Thaniel. Hat er was damit zu tun? Also Halse? Oder warum können wir das sagen? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. Okay. Thaniel is no ordinary child. He is the very spirit of this land. If this fist knows where he is, then perhaps we can save him. Save everything. I will go to see him at once. Okay. Join me when you can. Ja. Oh, jetzt ist er einfach weg. Okay, das allererste Mal seit Monaten, bei dem wir mit ihm reden können. Und er verschwindet einfach direkt nach dem Gespräch. Oh, ich hasse Halsin. Ich meine, er hat einen Grund diesmal, aber ich hasse ihn trotzdem. Er ist so langweilig. Aber die anderen mir irgendwas zu sagen, ohne zu verschwinden, das wäre nett. Greetings. Du hast mir nichts zu sagen, oder? Nein, ich denke auch niemand von denen hat uns was zu sagen. Hab mich, was Halsin mit diesem Thaniel zu tun hat. So, Schattenherze, kommt mal her. Wir gehen jetzt mal zu Lazarus. Und du wirst jetzt mal umgerüstet. Deine Fähigkeiten werden mal umgerüstet. Denn langsam nervt mich, dass das dir nicht so gut trifft. Ah, ja, danke, danke. For whenever thou hast need. So. Ja, halt die Klappe. Ich möchte einfach nur meine Klasse ausrüsten. So, jetzt können wir... Ach, wir können sogar komplett die Klasse ändern, ne? Das ist eigentlich echt cool. Ich könnte sie zum Waldläufer machen, wenn ich wollen würde. Oder auch ein Mönch. Ein Mönch hätte ich gerne tatsächlich mal bei mir. Vielleicht können wir irgendjemanden mal zum Mönch machen. Vielleicht Will? Weil Hexenmeister ist mir ziemlich gleich. Den brauchen wir nicht wirklich. Aber ein Mönch würde ich gerne mal ausprobieren. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Wir machen ihn einfach mal zum Mönchen. Also sie möchte ich als Klerikerin natürlich behalten. Aber ich würde gerne einfach ihre Attribute gleich ändern. Ich möchte mal ganz kurz was gucken. Resistenz. Können wir hier irgendwas ausrüsten, was uns mehr bringt? Licht, Flammen erzeugen und Klingenband. Halber Schaden ist gut. Aber alles, was sie hat, ist ein okay. Wir brauchen nichts anderes. Wir nehmen einfach hier alles löschen und wir verteilen die nochmal neu. Sie ist Kleriker. Was davon braucht Kleriker? Das ist Magier. Das ist immer nur Attribute. Das ist für einfach Finesse, Waffen und Fernkampf. Stärke braucht sie nicht. Charisma für Paladine, Zauber und Hexenmeister. Weisheit wahrscheinlich dann, ne? Ja, für Kleriker. Okay, dann haben wir Weisheit mal ganz nach oben. Wir, Geschicklichkeit. Was ist hier für Nahkampfwaffen? Körperkraft. Ah, das ist Nahkampfwaffen. Das machen wir auch hoch, weil sie hat ja ihr Schild und ihr Teil da hinten, wie man das auch nochmal nennt. Wie nennt man das nochmal? Ein Streitkolben. Genau. Den hat sie. Alles andere machen wir nur so ein bisschen hoch. Was ist das nochmal? Zauberwirken. Ah, Zauberwirken ist gut. Braucht sie doch eh für Dingsybumsi, für ihre Heilzauber. Charisma ist... Ich glaube, Charisma ist unwichtig, oder? Also ich meine, Rettungswürfe hilft ja, aber... Guck mal, hier bei Intelligenz ist Rettungswürfe auch dabei und bei Weisheit auch, also... Das passt schon so. Ich glaube... Wir könnten noch... wir machen Charisma auch auf 10. So, ich hoffe... Obwohl... Nee, Stärke können wir nicht weiter hochmachen, oder? Ah, doch. Wir lassen es, glaube ich, so.
Aber wir machen noch bei Weisheit wieder hoch. Wir lassen das so, wie es gerade ist. Und sehen, ob das besser klappt jetzt mit dem Kämpfen. Ich hoffe, ja. Ach, jetzt müssen wir Stufenaufstieg machen, okay. Und dann machen wir gleich mal Will zum Mönchen und nehmen ihn mit zum Kämpfen. Dann müssen wir Lazelle nicht immer mitnehmen. Obwohl ich nicht weiß, ob das gut endet, weil wir haben keine Ausrüstung mehr. Und ich weiß nicht, ob Will sich dann so gut schlägt ohne Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob wir noch viel im Inventar haben dafür. Was hast du denn für komische Schuhe an? Haben wir ihre Schuhe weggenommen? Eigentlich hat sie doch Schuhe, oder? Ich habe keine Ahnung. So, alles hier weg. Ich will das selber ausrüsten. Das ist das Heiligtum? Ja. Dann die beiden Heilfähigkeiten. Das ist wichtig. Das Geschoss können wir nehmen. Und was ist das? Wunden verursachen. Befehlen. Siegen. Ich weiß es nicht. Was sollen wir nehmen? Schutz vor Gut und Böse. Wir machen Schild des Glaubens mal. Ja, bitte nächste Stufe. Zauber vorbereiten. Das Zauber vorbereiten machen wir erst am Ende, wenn wir alle Stufen hochgemacht haben. Dann müssen wir das nicht jede Stufe nochmal neu machen. Zaubertrick auswählen, dann... wir sind ja gerade in Dunkelheit, also nehmen wir Pflicht. Das passt schon. So, Talent. Was hatten wir denn bei ihr vorher? Ich weiß das gar nicht. Ritualzauber, was kriegt man da? Ach, sowas. Nee, das brauchen wir nicht unbedingt. Das kann weg. Dann... Was hatten wir denn bei ihr gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Du kannst nicht überrascht werden. Das ist vielleicht ganz gut. Ich glaube, das nehmen wir. Haben wir es bei irgendwem schon gehabt? Ich glaube nicht. Ich glaube, bisher waren wir immer überrascht, egal was wir gemacht hatten. Wäre es ganz praktisch, wenn unser Heiler nicht überrascht werden kann, dann könnte sie uns immer heilen, falls wir gerade am Sterben sind. So, hier steht nicht mehr Stufe aufsteigen, sondern annehmen. Obwohl? Ich weiß es nicht. Ich ändere jetzt mal ihre Zauber, weil ich nicht weiß, wie viele Stufenaufstiege wir noch haben. So, wiederbeleben, Massen heilen. Dann Beistand. Gebet der Heilung. Heile alle Verbündeten, die du sehen kannst. Ja. Heilendes Wort. Wunden heilen. Ich will die ganze Heilung haben von ihr. Toten wiederbeleben. Spirituelle Waffe. Und Schutzgeister. Dann haben wir fast alles, was wir eben hatten, ne? Was ist das? Fluchbrechen. Fluchbrechen wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Leuchtfeuer. Deine Verbündeten gewinnen bei der Heilung die maximale mögliche Anzahl der Punkte. Okay, das ist vielleicht doch besser als das andere hier. Beistand kann weg. Und dann nehmen wir das. Wo war das mit dem Sonnenstrahl? Ich glaube, das kommt noch. Ja, ich glaube, das kommt noch. Ja, es gibt also doch noch einen Stufenaufstieg. Und danach anscheinend... Ich weiß nicht, ob danach noch was kommt. Ich habe keine Ahnung. Mit Toten sprechen brauchen wir nicht. Das wäre Verschwendung. Todesschutz? Beschütze eine Kreatur vor dem Tod. Wenn ihre Trefferpunkte das nächste Mal durch Schaden auf Null sinken... Bleibt sie bei Bewusstsein. Das ist auch nicht schlecht. Beschwöre einen göttlichen Wächter, der Gegner in der Nähe angreift. Wenn der Wächter Schaden bewirkt, verliert er selbst den gleichen Beitrag an Trefferpunkt. Das nehmen wir. Das haben wir doch schon mal gesehen bei dem Tempel von den Githyanki. Ah, jetzt war es das tatsächlich. Gut, dass wir die umgerüstet haben. Also, dass wir Zauber vorbereitet haben. Gut, jetzt mal sehen, ob wir vielleicht Sache für Will haben. Erstmal lassen wir ihn... Erstmal lassen wir Lazelle hier. Ja, ich bin mir sicher. Und ich hoffe, wenn wir Will mit uns rumtragen, hat er nicht die ganze Zeit dieses Ausrufezeichen auf seinem Kopf. Das wäre etwas nervig. Guten Tag, Will. Kannst du bitte mitkommen? Ja. Es ist eine Weile her, dass du bei uns warst. Also ist seine Rüstung wahrscheinlich gerade aktuell nicht gut. Nein, die ist absolut nicht gut, die Rüstung. Haben wir irgendwas für ihn? Bolwerk, du hältst Bonus auf Rüstungsklasse, solange du keine Rüstung und kein Schild trägst. Der Mann hat eine Robe, oder? Nein, er hat Rüstung. Verdammt. Wir haben leider nichts Besseres, was sie ihm geben können. Handschuhmäßig können wir ihm das nicht anziehen. Also wir können es ihm anziehen, aber es bringt uns halt keinen Boni. Das bringt uns halt nicht wirklich viel, das auszurüsten, aber es ist besser als gar nichts, denke ich mal. Den Ring können wir ihm geben. Und was ist das? Nochmal ein Ring.
Ich meine, er hat eine gute Waffe. Naja, 2-7, ne? Trifft er mit dieser Waffe einen Gegner, so wird der Anwender um 1-6 Trefferpunkte geheilt. Oh, kann jedoch wahnsinnig werden, wenn er nicht weiterhin in jedem Zug der einen Feind trifft. Oh Gott. Kann ja was werden mit ihm. Ich weiß gar nicht, wenn ich... Was ist das denn? Wer hat das ausgerüstet? Achso, das Kurzschwert, das hat das Tarion. Wieso kann ich eine Wurst ausrüsten als Waffe? Distanz hätten wir... Kann er damit nicht umgehen? Nein, er kann damit nicht umgehen. Ja, wir haben nichts Gutes für ihn, wirklich. Schwerter kann er auch nicht benutzen. Das ist ärgerlich, dass wir nichts Besseres für ihn haben. Let's move. Ich glaube, dann nehmen wir ihn doch lieber nicht mit. Egal, ob er Mönch wird oder nicht. Ich glaube, das tue ich mir da doch nicht an. Wo ist Will? Ach, er kommt jetzt wieder. Nee, dann nehme ich doch lieber Lazelle mit und wir sparen uns ein bisschen auf. Kannst du bitte nicht da oben hinrennen, um mit ihm zu sprechen? Ich glaube, dann sparen wir uns erstmal Will im Lager auf mit der Mönchkraft, auch wenn der Satz gerade keinen Sinn ergeben hat. Oh nein, das wollte ich nicht. Nein. Bitte bleib im Lager. Also wir sparen uns das erstmal auf, ihn umzurüsten, nehmen Lazelle mit und sammeln ein paar Rüstungsstücke. Guten Tag, komm bitte wieder, meine Gruppe. Dankeschön. Ich will doch Lazelle zum Mönch machen, aber das endet vielleicht nicht ganz so gut. Denn wir brauchen unseren Krieger und ich will sie nicht verlieren, auch wenn sie jederzeit umändern könnte wieder. Aber ich will nicht jedes Mal 100 bezahlen dafür. So, stimmt. Ja, wir waren hier. Oh Gott, Oh Gott, das hat ja gar nicht geladen bisher, oder? Ah ne, doch, ich dachte nicht. Was? Was hast du gerade gesagt? The Malar may not be warriors, but they are no less valuable to my people. Malar sind also die Ausrüstungshersteller bei den Githyanki? Ist das? Infernalisches Eisen? Hatten wir das nicht schon mal und haben es stattdessen verkauft? Anstatt es zu behalten? Ich weiß nicht, wofür es da ist. Aber hier geht's wieder raus. Perfekt. Dann gehen wir einfach mal. Wir haben ja noch genug zum Gucken. Hier weiter. Hier sind noch wieder die Statuen. Hier geht's nach oben. Was ist das denn? Da will ich hingehen. Da ist ein Tor. Die andere Seite ist egal. Wir gehen erstmal an einer Seite lang. Und vielleicht sollte ich mir Katze einmal rufen. So einen Hund in der Dunkelheit dabei zu haben, ist vielleicht ganz gut. Da kann er erst schnuppern, falls Böses um eine Ecke lauert. So, was ist das? Ein Eisenzaun. Das ist ein Friedhof? Es ist tatsächlich ein Friedhof. Und wo führt der Friedhof hin? Was ist das? Oh! Okay, ich habe perfekt hingeguckt schon, sehr gut. Er hat einen guten Ring. Ein Ring eines magischen Ringpaars, der dem Träger erlaubt, den Zauber schützendes Band von der Kreatur zu erhalten, die den anderen Ring trägt. Liebkosung der wahren Liebe. Oh. Wenn wir den zweiten Ring davon finden, müssen wir den Astarion geben und ihn ausrüsten. Ist mir egal, ob das schlechter wäre als das, was wir bereits haben, aber wir müssen das machen. Einfach nur, weil es Liebkosungenring heißt. Kann ich hier runter? Ach, guck mal, hier geht's wieder zu der Schmiede. Ich würde gerne den zweiten Ring davon finden. Oh, hier kann man rein. Können wir wieder Grabräuber werden? Ach ja, können wir. Hat einer von euch den Ring? Oh, die hat eine Rüstung. Eine Eisbissrobe. Rüstung von Agathys. Ein Bandzauber des dritten Grades. Großzauber wirken. Meine ist besser, ne? Ich denke, meine ist besser als diese Rüstung. Aber wir können die Rüstung behalten und irgendwann Will geben. Dann könnten wir ihn... nicht Will, sondern... Obwohl, Will kann sie vielleicht tragen. Ja, Hexenmeister sollten Ruppen tragen können. Ich denke schon. Aber sonst könnten wir sie Gale geben, zur Not. Oder sie verkaufen. Ich meine, sie war viel wert. So, hier geht's rein und da geht's hoch. Da wir hier anscheinend rein müssen, gehe ich lieber erstmal nach oben. Da steht jemand. Ey, da steht Raphael. Oh, Astarion. Astarion ist bei mir. Wer wollte doch was von ihm?
Oh, warte, bevor ich irgendwas mache. Kratzer hat eine Fährte. Oh, ich krieg eine Cutscene. Okay, never mind. Our hero thought but of treasure ahead, did not consider the peace of the dead. Through the dark she went creeping and awoke what was sleeping. A new grave they dug, which she herself fed. Weißt du, Raphael, es ist mir komplett egal, was du da gerade für einen komischen Vortrag gehalten hast mit irgendwelchen Gedichten. Ich will davon nichts hören, okay? Warum stehst du da? Eine Warnung, nicht weniger, ihr macht euch doch keine Sorgen um mich. Das sollte eine Warnung sein? Ich dachte, der versucht nur, ein auf schlauer Meier zu sein und erzählt uns irgendein Gedicht, was er unbedingt loswerden wollte. Wie lange habt ihr hier rumgestanden, um diesen kleinen Vortrag eingeübt? Oh, das ist fies. Okay, das müssen wir fragen. Until it was perfect. Ja, verständlich. I've grown quite fond of you, you know, in Ach my ja? way. I thought it only fair to warn you about the dangers ahead. Oh, wie lieb von dir. Aber du hast doch bestimmt noch was anderes im Sinn, oder? Was für Gefahren sind das? Ich kann schon auf mich aufpassen, Raphael. Es klingt, als ob wir mit unserem Vater reden würden. Soll ich mich etwa umdrehen und das Weite suchen? Na komm, wenn er uns schon warnt, fragen wir ihn, was für Gefahren da lauern. Oh. We both know they are soon to Du kannst mir das doch einfach sagen. It would be pointless of me to try to bar you from entering. But I can set the scene, as it were. Aha. Prepare you for your role. Okay, dann bereite mich vor auf diese Rolle. Aber ein bisschen mehr als nur Gedichte mir vorzutragen. Okay, vielleicht gib mir einen Zauberspruch oder einen Tipp oder irgendwas. Gut, dann setz mich ans Bild. Woher wisst ihr überhaupt, dass es gefährlich wird? Ich weiß ja nicht mal, wohin es geht. Da vorne war nur ein Haus und auf einmal stand er davor und wir haben eine Cutscene bekommen. Ich kenne meine Rolle, auch wenn ihr das nicht tut. Ich muss Catherick töten. Geht's da schon zu Catherick? Da wollen wir auf gar keinen Fall schon hin, wenn's da hingeht. Woher wisst ihr denn, dass es gefährlich wird? My dear friend, I think you'll find I play my part in many a plot indeed. Ja, das stimmt. Cannot the same be said for you these days, true soul. Hey, ich weiß ganz genau, was meine Rolle ist und ich bin keine wahre Seele. Ja, ich kenne meine Rolle. Ah, I had an inkling that was one of your main motivators. Delighted to see it confirmed. You're welcome to give it your best shot, of course. It's just that, well, the man has proven to be more or less resilient. Wir werden einen Weg finden, ihn umzubringen, which is not the only obstacle you're likely to face. Wieso ist das nicht das einzige Problem? Was soll das heißen? Setz mich ins Bild. There is a stage down in the dark, upon which a great drama has suspended itself in time. Its actors dwell there still, mired in the langer of their long tired scenes. If you, however, through the dark, go creeping and awake what is sleeping, chances are many more graves than yours alone will soon be fed. Ja, Raphael, danke, dass du uns hilfst irgendwie. Aber musst du in deiner Vortragssprache sprechen? Kannst du mir nicht sagen, was genau dort unten wartet? Ja, könnt ihr euch noch etwas klarer ausdrücken, bitte? Das wäre sehr nett. Wir haben eine 1 gewürfelt? Wieso kriege ich eigentlich keine Inspiration mehr? Ist das verbuggt oder warum ist das weg? Wir haben jetzt schon öfters geschlafen und wir kriegen diese Extra-Würfel-Option nicht mehr. Liegt das an unserer Schwierigkeitsstufe? Ich meine, wir hatten das doch vorher trotzdem noch. I'm a mentor, not your mother. Also benimmst du dich auch mal? Sag mir doch einfach, was du meinst. Explore, hunt. Just don't indulge in the illusion that you're the greater hunter. I'll be pleased to follow up on your little escapades in your camp one of these nights. Should you live to tell your tale? Ich werde auf jeden Fall überleben. Wait. Before you go, I have a proposal of my own. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business, devil. My old... Well, a long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say.
It's something of great importance to your master. But is it a love letter, a warning, or a deed of ownership? I can give you all the gory. Und was will er dafür, um es zu sagen? Once the beast that lurks below is vanquished and sent back to the hells. Also müssen wir nur das Tier da unten oder das Wesen töten, was da ist, damit Astarion seine Hilfe bekommt. Weißt du, jetzt habe ich noch mehr Motivation, es umzubringen. Ich dachte vorher schon, wir kommen da sowieso lebend raus und töten alles, was in unserem Weg ist. Aber wenn Astarion damit geholfen werden kann, dann machen wir es auf jeden Fall. Wir helfen, abgemacht, wir helfen euch, wenn ihr Astarion helft, ja. Then we have an understanding. Okay, wir haben einen Deal. I look forward to our next meeting. Ja, ich freue mich auch schon. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. Ach komm, das ist es jetzt schon, das weißt du. Sonst wäre er nicht so interessiert an uns. Können wir mal mit Astarion darüber sprechen, über den Deal? Hat er was dazu zu sagen? Hello, my sweet. Na, no. Nur das. Oh doch, wir können dir was fragen. Glaubt ihr wirklich, dass dieser Teufel sein Wort halten wird? I'd trust a devil over a vampire any day. I think he likes us. Ich glaube, er tut nur so, als ob er uns mögen würde. Ich glaube nicht, dass der Teufel uns wirklich mag. Er sieht nur Potenzial aus, uns einem Deal rauszulocken, was er jetzt auch geschafft hat, aber ich denke eher wegen den kleinen Würmchen in unserem Kopf. Ich mag ihn auch, aber das werde ich ihm nicht in sein schmieriges Gesicht sagen. Gott, nein, das wäre cool, wenn Raphael eine Romanzoption wäre, oder? Das wäre verstörend, aber es wäre cool. Aber nein, in unserem Zustand aktuell sollten wir ihn nicht mögen. Also seid auf der Hut. Der Teufel nehmen sich alles. Nein, seid auf der Hut. Am I not the very definition of careful? Ja, ab und zu bist du naiv, das merkt man. Aber ja, okay. Wir sorgen einfach dafür, dass wir den Deal abschließen und keine Konsequenzen davon tragen, die wir nicht tragen könnten.